Ja, hallo zusammen. Jetzt kommen zu einem weiteren Building on a Budget hier auf dem Kanal. Heute am Dienstag, wir sind schon in die Woche gestartet. Ich habe die Woche begonnen mit dem Arc Enemy Nicol Bola Set. Das ist ja schon letzte Woche rausgekommen. Das wollte ich vorziehen, dann, was heißt vorziehen? Dann am Montag releasen mit dem Giveaway auch. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut nochmal in die Videos rein und heute jetzt das Building on a Budget. Reanimator, ein Deck, was ich schon lange bauen wollte. Bevor ich überhaupt irgendwas zu dem Deck sage, kläre ich erstmal, wo der Name überhaupt herkommt. Für alle unsere Anfänger habe ich euch eine Karte eingeblendet und das Reanimate. Ja, sieht man direkt Reanimator, da kommt der Name her. Das ist eine Karte, die eine Kreatur für nur ein Mana aus irgendeinem Friedhof wiederbelebt. Wir verlieren dann Leben in Höhe ihrer Mana-Kosten, aber das ist nicht so egal. Die Karte ist so der stärkste Wiederbelebungszauberspruch bei Magic, weil er einfach für ein Mana unglaublich stark und preiswert auch ist. Und er wird auch so in der Turnierliste gespielt. Das Deck sieht man immer noch im Legacy Reanimator. Möglichst teure, starke Kreaturen in den Friedhof bekommen und dann möglichst billig wiederbeleben. So können wir natürlich einiges an Mana sparen. Große Kreaturen, die natürlich früh im Spiel noch viel stärker sind, ganz früh ins Spiel cheaten und natürlich auch die Mana-Farben ignorieren. Also wir können wirklich aus jeder Farbe alles wiederbeleben, was uns am besten gefällt. Ich habe euch natürlich eine Deckliste mitgebracht. Ihr könnt an der Deckliste ein bisschen rumschrauben. Das ist eine ganz schöne, wie man bei Magic so sagt, Reanimator-Shell. Also ihr könnt quasi die Kreaturen austauschen gegen Kreaturen, die ihr spielen wollt. Man kann natürlich auch Dragon Reanimator spielen mit Bladewing the Risen. Das ist ein Drache, der immer einen Drachen wiederbelebt, wenn er ins Spiel kommt. Das ist auch sehr cool. Oder einfach nur generell die stärksten Kreaturen, die ihr habt. Da kann man sein Reanimator-Deck natürlich noch beliebig verändern. Reanimator-Deck ist auch ein Deck, was mir besonders am Herzen liegt. Damit bin ich damals mit in die Turnierszene in Magic eingestiegen. Da war ich 15. Ja, das ist mittlerweile 15 Jahre her. Und das Deck gibt es tatsächlich immer noch. Deswegen großer Fan auf jeden Fall. Und es ist ein super starkes Casual-Deck. Natürlich kommen wir nicht an das Turnierdeck ran, aber ja, ein Legacy-Deck mit dem Casual-Deck ranzukommen, ist natürlich dementsprechend schwer. Starten wir mal mit der Deckbewertung vorweg. Und das wollte ich ja jetzt immer vorwegwerfen, unser Reanimator-Deck. Ihr wisst jetzt grob, um was es geht. Im Bereich Budget haben wir 3 von 5 Sternen. Also gutes Mittelklasse-Deck auf jeden Fall fürs Casual. Das ist ja mal meine persönliche Challenge. Ich habe erst gedacht, boah, Reanimator, 50 Euro ist ja immer mein Limit für Building on a Budget. Das wären ja dann die 1 von 5 Sterne, wenn es 50 Euro kostet. Aber 3 von 5, ich bin sehr überrascht. Das Deck, ich habe eben nochmal nachgeschaut auf MKM, deutsche oder englische Karten, Mindestzustand gut. Ohne Porto waren 25 Euro, also definitiv Mittelklasse, ist ganz geil. Man kann natürlich an dem Deck auch noch ein bisschen rumschrauben, wie gesagt, aber dazu später mehr. Synergie 5 von 5, also ist wirklich alles darauf ausgelegt, möglichst schnell eine möglichst große Kreatur ins Spiel zu kriegen. Und das ganze Deck greift da Hand in Hand und synergiert dann natürlich bestens, um das möglichst schnell zu realisieren. Auch die Kreaturengröße ist super groß. Wir haben nicht die stärksten Kreaturen bei Magic in dem Deck, aber trotzdem 5 von 5. Schließlich können wir auch alle anderen Kreaturen oder nahezu alle anderen Kreaturen spielen, die wir wollen und sie dann einfach wiederbeleben. Wie gesagt, ihr könnt mein Kreaturenpaket auch einfach ersetzen durch ein Dragon Reanimator-Paket mit Drachen oder einfach nur gute einzelne Karten, die ihr habt oder einfach besser findet. Es gibt auch sehr gute grüne Kreaturen wie Terastodon zum Beispiel fürs Reanimator oder Iona, Grisselbrand, aber dann gehen wir schon eher in die Richtung Turnierliste und da wird das Ganze auch schon viel, viel, viel teurer. Bleiben wir erstmal so, Kreaturengröße aber 5 von 5. Dann Flexibilität 1 von 5, wir können zwar mit dem Gegner interagieren, aber wir sind jetzt nicht das Control-Deck, wir sind eher ein Combo-Deck tatsächlich. Wir können, wie gesagt, durch den schwarzen Discard, den wir im Deck haben, mit dem Gegner interagieren, aber eigentlich wollen wir nur super schnell sein, dass der Gegner gar nicht mit uns groß interagieren kann, dass wir selber gar nicht flexibel sein müssen. Das klappt auch in der Regel sehr, sehr, sehr gut, denn im Bereich Tempo haben wir 4 von 5, teilweise, ich würde vielleicht auch 5 von 5 geben, aber wir sind halt echt ein schnelles Deck, spielt sich sehr lustig, wer noch nie Reanimator gespielt hat, auch nicht in dieser Version, wie ich es gleich vorstelle, sehr starkes Deck, sehr schnell und man kann stark daran verzweifeln, je nachdem, was der Gegner wiederbelebt, wenn man gegen Reanimator spielt. Das Deck ist natürlich super anfällig gegen Graveyard Hate, man kann sich nicht vor allem schützen, im Turnier würde man dann natürlich über Sideboard irgendwie dann arbeiten, aber im Casual gibt es nicht super viel Graveyard Hate, also dass der Gegner mit eurem Friedhof interagiert, die ein oder andere Karte kann das, aber das ist halt die große Schwäche von Reanimator, ist auch schwer, sich natürlich dagegen vorzubereiten. Aber schnell sein, Gegner einfach umhauen, das ist unsere Devise und ich zeige euch jetzt einfach mal alle Einzelkarten, was ich mir hier überlegt habe für die 25 Euro. Also unsere Kreaturenbasis, ich habe ein Artefakt-Kreaturenpaket genommen, weil ich es einfach super cool finde und im Budgetbereich super gut ist. Charum, The Hedgeman und dann Sphinx of the Steelwind sind unsere ersten. Wir haben zweimal Charum und dreimal die Sphinx. Charum ist nämlich legendär.
6 Mana, ab sofort ignorieren wir die Mana-Kosten. Sie ist 5-5 fliegend, wir beleben sie ja wieder, interessiert uns nicht, wie teuer sie ist. Das ist natürlich jetzt super entspannt für uns, weil ist halt der Luxus, wenn man das Mana nicht bezahlen muss, besonders nicht diese dreifarbigen, komplizierten Mana-Kosten. Wenn sie aber ins Spiel kommt, dürfen wir ein Artefakt zurück aus dem Friedhof ins Spiel bringen. Also sie hat selber nochmal so einen Reanimate-Effekt eingebaut und wenn wir mehrere Kreaturen im Friedhof haben, die alle Artefakte sind, beleben wir einfach die Scharum wieder und sie bringt noch eine Kreatur mit. Zum einen dann eben die Sphinx of the Steelwind. Sie haben wir dreimal im Deck, weil sie ist meiner Meinung nach die beste Kreatur fürs Budget. Sie ist quasi die Sphinx-Version der weißen Akroma, die man früher im Reanimator gespielt hat. 6-6, fliegend, Erstschlag, Wachsamkeit, Lebensverknüpfung, Schutz vor Rot und Schutz vor Grün. Das sind schon mal ganz solide Werte. Schutz vor Rot ist ganz geil, leider kein Schutz vor Schwarz. Also alle unsere Kreaturen haben, nicht alle Kreaturen, aber viele unserer Kreaturen haben nicht so geiles Removal Protection, also könnten sie da auch mal sterben, aber dagegen sind wir auch gewappnet mit da gleich mehr. Unsere Beater sind auf jeden Fall schon mal super stark. Und die Sphinx, da muss man erstmal gegen, die muss der Gegner halt erstmal handeln. Ist ja Mono-Rot, ja, haben wir ja gewonnen, wenn wir irgendwie Zug 2 so eine Sphinx im Spiel haben. Sie macht jede Runde 6 Leben mit Lifelink. Und ja, Wachsamkeit und Erstschlag, der Gegner kann da nicht gegen gewinnen. Also gegen manche Matchups haben wir auch sofort den Auto-Win. Das macht natürlich unsere kleinen Mankos mit dem Graveyard halt auch ein bisschen weg. Natürlich haben wir noch mehr Kreaturen im Deck. Ich habe noch 2 Inkwell-Leviathane reingetan. Er ist aufgrund seiner Werte einfach so die stärkste Kreatur für unser Deck. An sich also rein Power-Toughness gesehen. 7-11 Inseltarnung Trampel, was auch sehr geil ist. Und Shroud. Kann also nicht Ziel von Zaubersprüchen und Fähigkeiten werden. Das ist natürlich super, weil der Gegner ihn nicht einfach irgendwie mit einem Standard-Removal à la Terminate-Murder kaputt machen kann. Sondern das Ding liegt halt einfach mal. Und mit 7-11 ist es auch echt schwer tot zu blocken. Besonders denkt dran, ja, Runde 2 liegt das Ding oder Runde 3, wenn wir alles richtig machen. Und das ist halt schon eine Ansage. Und dann eine Karte, die ersten drei, wer sich schon mal mit Reanimator beschäftigt hat, die ersten drei Kreaturen, die hat man schon mal öfters mal gesehen. Das ist nichts Neues, aber ich habe nochmal einen Nullstone-Gargoyle reingetan. Den können wir schließlich auch mit der Scharum mitbringen. Und ich fand ihn ganz geil. 4-5 fliegend, immer wenn der erste Nicht-Kreaturen-Zauberspruch in jedem Zug gespielt wird, wird er gecountert. Das behindert uns natürlich auch selber in gewisser Art und Weise, weil wir nichts mehr wiederbeleben können. Aber gehen wir mal davon aus, wir beleben oder wir haben schon was wiederbelebt und kriegen dann den Gargoyle ins Spiel oder wir nehmen Scharum plus den Gargoyle. Das sind 9 Power, wenn der Gegner sowas wie ein Schockland hatte, sind das nur 2 Angriffe und bis der Gegner was kaputt kriegt, muss er halt auch erstmal 2 Removal hintereinander spielen. Also das erste Removal wird halt immer gecountert oder der erste Spell an sich. Der Gegner muss halt viel mehr Mana aufbringen, um unsere Kreaturen kaputt zu machen. Und das finde ich super gut bei dem Gargoyle, weil der Gegner dadurch zusätzlich unter Druck gesetzt wird. Er hat auch nicht ewig lange Zeit, um halt eben noch das dritte, vierte, fünfte Land zu legen und dann 2 Zaubersprüche zu spielen. Dann ist es meistens schon zu spät und er wird von den restlichen Kreaturen einfach getötet. Deswegen, klare Empfehlung. Dann gehen wir weiter. Und ganz wichtig, ihr kennt jetzt die Kreaturen und ganz oft habe ich was von Scharum gesagt, dass wir auch mehrere Kreaturen haben. Die Kombination aus Dark Ritual und Buried Alive ist natürlich perfekt für unser Deck. Das Dark Ritual kennt ihr mittlerweile schon, ist einfach ein Mana-Beschleunigungszauber. Also unser Deck ist nicht auf Kartenvorteil eigentlich ausgelegt, sondern wirklich auch auf Tempo. Und das Dark Ritual gibt uns halt einmal schnell viel Mana und damit können wir dann zum Beispiel im ersten Zug direkt ein Buried Alive spielen. Eine 3-Mana-Hexerei, wir dürfen unser Deck nach bis zu 3 Kreaturen durchsuchen und sie dann direkt in den Friedhof legen. Das ist mit Scharum dann natürlich besonders cool. Wir nehmen irgendwie Scharum, eine Sphinx und den Nullstone Gargoyle und dann im zweiten Zug können wir dann auch schon direkt was wiederbeleben. Zum Beispiel mit dem Exhum oder dem Animate Dead. Und dann, wie gesagt, Turn 2 haben wir dann schon unsere Wunschkreatur im Spiel. Das ist echt super stark. Beim Exhum, jeder Spieler belebt eine Kreatur wieder, steht da eigentlich drauf. Der Gegner hat in der Regel keine Kreaturen im Friedhof, deswegen ist uns das egal. Oder, ja, der Gegner belebt halt meinetwegen irgendwas Kleines wieder. Wir beleben halt einen 7-11er wieder, das ist fair. Dann Animate Dead ist eine Aura, die eine Kreatur wiederbelebt. Also wir nehmen eine Kreatur im Friedhof, die kriegt dann das Animate Dead als Aura angelegt und ja, bleibt so lange im Spiel, bis das Animate Dead im Spiel ist. Also wenn der Gegner die Verzauberung kaputt machen kann, verschwindet oder stirbt die Kreatur halt wieder. Außerdem kriegt die verzauberte Kreatur -1/-0. Ist aber immer noch gut, weil für 2 Mana wiederbeleben ist halt richtig stark. Dann haben wir noch Live Death, wir spielen aber nur die rechte Seite, die Death-Version. Das ist das Budget Reanimate, was ich euch ganz am Anfang gezeigt habe, um den Namen zu erklären. Das Reanimate ist leider ein bisschen teuer, da es auch eben in der Turnierliste ist und obwohl es nur 1 Mana billiger ist, kostet es halt irgendwie, ja, das Hundertfache. Das Death kostet ein paar Cent und ja, das Reanimate kostet über 10 Euro. Also der eine Mana-Punkt auf Turnier Niveau ist halt schon sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist für uns nicht so wichtig, da wir auch im ersten Zug sowas wie Buried Alive manchmal spielen oder was anderes spielen und vor Zug 2 eigentlich nichts wiederbeleben. Das Turnierdeck kann es halt auch schon Zug 1 machen mit Mana-Beschleunigung, eine gute Kreatur ins Spiel kriegen. Das schaffen wir im Casual halt leider nicht, aber das Deck ist so schon viel zu stark, finde ich. Deswegen alles im grünen Bereich. Ja, wenn wir unsere Kreaturen aber schon auf der Hand haben, wir können sie nicht mit dem Buried Alive
in den Friedhof legen, ist ja ein bisschen doof. Da brauchen wir dann auch was für. Dafür haben wir 7 sogenannte Discard-Outlets, also Karten, die es uns ermöglichen, immer wieder Handkarten abzuwerfen. Das braucht man ja in der Regel nicht. Dann nehmen wir den Putrid Imp und ganz neu habe ich noch entdeckt, Olivia's Dragoon. Da hat man früher Onas Prowler gespielt, aber das ist eine ganz alte Rare, der kostet aber ein bisschen... Nicht ganz alt, eine ältere Rare, der kostet ein bisschen Geld. Olivia's Dragoon, schön als Common, kann man genauso gut zocken. Sie haben relativ egal die Effekte, sie können ab und zu mal einen Schadenspunkt machen, aber wir können halt immer Handkarten abwerfen für einen Effekt, in diesem Fall Flugfähigkeit tatsächlich bei beiden, was auf jeden Fall ganz gut ist, um unsere wichtigen Reanimate-Targets in den Friedhof zu bekommen. Ja, haben wir das auch schon mal abgesichert. Dann wollen wir uns vom Gegner weiter schützen. Unsere Kreaturen sind zwar schon sehr stark und schützen sich auch selber, wir hätten aber noch Platz im Deck, wir haben Mana-Beschleunigung, quasi Tutoren, die uns Kreaturen raussuchen, dann ordentlich Kreaturen zum Wiederbeleben, Discard-Outlets und dann hatte ich noch 8 Plätze frei im Deck. Nehmen wir Duress, eine meiner lieblingsschwarzen Discard-Spells. Ja, wir wollen dem Gegner keine Kreaturen irgendwie wegnehmen. Unsere Kreaturen sind sehr wahrscheinlich stärker. Wir wollen ihm Counter-Magic und Removal natürlich abnehmen. Dafür ist Duress natürlich optimal. Und dann, falls wir nicht die ganz perfekte Starthand haben oder einfach mehr Karten nachziehen wollen, kann man natürlich auch mal mit dem Dark Ritual Turn 1 machen. Und dann können wir auch ein Silent Blood zocken, 2 Karten ziehen, 2 Leben verlieren. Das geht auf den Spieler auch, damit können wir den Gegner also auch töten. Ne? Kleiner Fun-Fact, das könnt ihr auch auf den Gegner spielen, wenn er nur noch 2 Leben hat. Habe ich auch schon mal ein paar Leute mit getötet mit dem Sign im Blatt. Ist immer wieder lustig. Die Mana-Base, super simpel. Wir brauchen wirklich zuverlässig unser schwarzes Mana. Wir können keine Utility-Länder spielen in diesem Deck. 19 Sümpfe, Ende. Hält natürlich den Preis auch unten. Wie gesagt, ihr könntet die Turnierversion in Schwarz-Blau spielen, das sind halt viel mehr Combo-Elemente und natürlich noch Counter-Magic, dass der kann sich da ein bisschen besser beschützen und ist einfach schneller in der Turnierversion. Ihr könnt das Deck aber auch Schwarz-Rot bauen, um noch sowas wie Faceless-Looting zu spielen, also Draw-Spells, sowas wie ziehe 2 Karten, werf 2 Karten ab oder Cathartic Union in die Richtung, sind natürlich auch gut in dem Deck. Ihr seht, ihr habt unendlich viele Möglichkeiten, aber das ist ja nichts Neues bei Magic. Man kann viel bauen. Ich hoffe, ihr konntet ein paar geile Ideen mitnehmen. Ihr könnt natürlich auch meine Reanimator-Shell benutzen, um euer eigenes Reanimator-Deck zu bauen. Könnt ihr mal ordentlich Kommentare da lassen, ob euch das Deck gefallen hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.